Like dieses Video in den nächsten 5 Sekunden, wenn du den Schatten-Mieder-Skin jetzt sofort freischalten willst. Also riskiere nichts und like jetzt sofort dieses Video. Yo Leute, was geht? Freunde, der Schatten-Mieder-Skin ist jetzt endlich in Fortnite-Item-Shop angekommen. Und ich denke, viele von euch haben es schon mitbekommen. Es gibt einen geheimen Trick, wie man den Skin gratis auf seinem Fortnite-Account freischalten kann, ohne Geld und V-Bucks dafür ausgeben zu müssen. Ich werde diesen ganzen Trick für testen, werde ich das Ganze zeigen, und wenn ihr Bock habt, den Schatten-Mieder-Skin gratis freizuschalten, dann guckt euch unbedingt dieses Video an, macht diesen ganzen Trick nach und schaltet den ganzen Skin zusammen mit mir frei. Und Freunde, dieser Trick wird auf jeden Fall funktionieren, der sollte auf jeder Plattform klappen, wo man Fortnite spielen kann. Das bedeutet wirklich, jeder einzige von euch kann diesen ganzen Trick nachmachen. Und Freunde, wenn dieser ganze Trick wirklich nicht funktioniert, dann werde ich den Skin an meine Community verschenken. Deswegen, wenn ihr Bock habt, den Skin geschenkt zu bekommen, wenn der Trick nicht funktioniert, dann abonniert jetzt sofort diesen YouTube-Kanal, aktiviert auf jeden Fall die Glocke und schreibt einfach Hashtag Midas plus euren Epic Games Namen in die Kommentare und kommt sehr gerne in meinen Fortnite-Discord, da wird das Ganze dann gemacht, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Let's go! Freunde, jeder von euch da draußen darf sich jetzt ein Item aus dem Item-Shop aussuchen, was er dann von mir geschenkt bekommen kann. Ich werde euch erklären, wie das Ganze funktioniert. Ihr wisst, ich verschenke sehr oft Skins, Spitzhacken, Items aus dem Itemship an die Community, und wenn ihr Bock habt, das nächste Geschenk von mir zu bekommen, dann solltet ihr einfach nur jetzt sofort diesen YouTube-Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, einen Like auf dieses Video da lassen und einfach Hashtag Skin in die Kommentare schreiben, am besten noch mit euren Epic Games Namen, und jetzt könnt ihr euch dann direkt schon ein Item aus dem Itemship auswählen. Und Freunde, wenn ihr noch eine höhere Chance haben wollt, wirklich ein Geschenk von mir zu bekommen, dann kommt jetzt sofort in meinen Fortnite Discord Server. Der Link dazu ist ganz oben bei den Kommentaren angepinnt. Das Ganze ist kostenlos. Ihr könnt alle reinschauen, mit der Community chillen. Und Freunde, ich werde mir über das Wochenende auf jeden Fall wieder neue V-Bucks aufladen und da einige Geschenke an die Community verteilen. Ich werde da immer zufällig ein paar Geschenke raushauen an die Community. Deswegen macht auf jeden Fall mit, gönnt euch ein Geschenk. Viel Spaß jetzt beim Video und let's go. Mit diesem geheimen Trick könnt ihr den Schatten-Mieder-Skin auf eurem Fortnite-Account freischalten, und ich werde euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Für den ersten Schritt müsst ihr erstmal euren Online-Status auf abwesend einstellen und eure Gruppenbeschränkung auf privat, damit keine Freunde in eure Lobby kommen, während ihr diesen ganzen Trick macht. Als nächstes könnt ihr dann direkt in die Einstellungen von Fortnite gehen, ganz nach hinten, und hier kann Geschenk empfangen, müsst ihr unbedingt auf anstellen, damit ihr Geschenke von mir oder auch von Epic Games erhalten könnt. Wenn ihr das Ganze dann so eingestellt habt, dann könnt ihr jetzt auf die Spielersuche gehen, dann geht ihr hier auf Fortnite Albträume und sucht euch folgenden Modus raus, und zwar einmal hier Midas Haunted Manual. Ihr müsst diesen Modus zu euren Favoriten hinzufügen und einmal auswählen, Freunde, denn diesen Modus brauchen wir, um den Skin freischalten zu können. Der nächste Schritt ist sehr wichtig, aber dieser ist etwas komplizierter, deswegen muss ich nebenbei auf mein Handy schauen. Und zwar, Freunde, ihr müsst jetzt auf diese Info hier klicken, wo ihr dann den Schatten-Mieder sehen könnt. Dann klickt ihr einmal auf Video anschauen und überspringt dieses Video. Also ihr müsst dieses Video nicht sehen, sondern könnt es direkt überspringen. Danach klickt ihr auf Jetzt holen, und ihr müsst mir jetzt richtig gut zuhören, Freunde, klickt auf Jetzt holen, dann werdet ihr weitergeleitet. Jetzt klickt ihr auf Als Geschenk kaufen und gebt hier euren Epic Games Namen ein. Das ist ganz wichtig, ihr könnt jetzt euren eigenen Namen eingeben. Wenn ihr euren Namen eingegeben habt, dann klickt ihr auf euren Namen drauf, klickt auf Verpackungsoption und klickt einfach auf Geschenk bestätigen. Und jetzt solltet ihr, wenn ihr zu wenige V-Bucks habt, könnt ihr V-Bucks holen gehen, sonst könnt ihr auf zurückgehen, dass ihr nicht euch selber das Ganze schenkt. Ihr klickt jetzt einmal auf V-Bucks holen, und jetzt geht ihr direkt auf die Einstellungen von Fortnite, geht auf das Zahnrad hier und stellt hier nicht bei Sprache, sondern wirklich bei Spielersuchregion das Ganze auf Nordamerika Westen ein. Wenn ihr das eingestellt habt, klickt ihr auf Anwenden. Danach geht ihr jetzt hier auf Sprache einmal auf Englisch und stellt das hier wieder zurück auf Auto, dann klickt ihr hier auf Anwenden, und zu guter Letzt könnt ihr jetzt das auch wieder zurückstellen, und zwar wieder zurück auf Deutsch, dann auf Apply. Und jetzt kommen wir zu dem allerletzten Schritt, den wir machen müssen, um den Skin freischalten zu können. Wir werden uns jetzt zusammen den Skin freischalten, und zwar ihr geht jetzt einfach in den Item Shop, klickt auf den Schatten-Mieder-Skin, klickt hier dann auf Stilvorschau und wählt einmal den zweiten Stil bzw. die zweite Version einmal aus. Wenn ihr diese Version ausgewählt habt, könnt ihr auf zurückgehen, und jetzt müsst
müssten wir in unseren Fortnite-Spind gehen, klicken auf die Regenschirmer bzw. die Hängegleiter und ihr müsst jetzt einen bestimmten Hängegleiter auswählen, und zwar den Siegesgleiter von dieser Season. Das ist dieser Regenschirm der letzten Realität. Ihr müsst nur einen epischen Sieg gemacht haben, dann habt ihr den Regenschirm von dieser Season bekommen. Und wenn ihr den Schirm noch nicht habt, dann schreibt es mir jetzt in die Kommentare, dann werde ich euch helfen bei dem epischen Sieg, oder vielleicht gibt es irgendjemanden aus der Community, der euch hilft bei dem epischen Sieg. Auf jeden Fall, ihr müsst jetzt einmal diesen Regenschirm auswählen, dann klickt ihr auf Speichern, egal welche Skin-Kombination ihr habt, sucht euch irgendeinen Slot aus, in Slot speichern, und jetzt ist das ganz wichtig, ihr klickt hier auf Laden, ihr klickt einmal auf Umbenennen und ihr müsst das ganz genauso schreiben, wie ich hier schreibe, und zwar hier ALLCAP. Ihr müsst das genauso schreiben wie ich, dann klickt ihr hier einmal auf Annehmen. Ich weiß gar nicht genau, warum ALLCAP, was das heißt, keine Ahnung. Ihr müsst das einfach genauso schreiben, müsst das Ganze speichern. Ihr sucht euch jetzt einfach wieder diesen Modus aus, klickt bitte auf privates Match und geht dann auf Spielen, und dann werdet ihr direkt in eine Runde kommen, und ich zeige euch jetzt gleich, wie es weitergeht und was wir noch machen müssen, Freunde. Ihr müsst dann einfach kurz warten, bis die Runde gestartet hat. Ihr spawnt dann entweder hier oben oder hier hinten in diesem kleinen Haus, und ihr müsst dann hier zu dieser großen Villa einmal reinlaufen, und hier gibt es eine Midas-Statue. Wir müssen nur zu dieser Statue hingehen. Danach müssen wir das Spiel schließen bzw. das Ganze quitten, und dann werdet ihr sehen, was passiert. Wir klicken jetzt hier auf Öffnen. Ihr bekommt dann hier so eine Taschenlampe, wenn ihr im einen Team seid, sonst bekommt ihr das nicht. Dann geht ihr hier zu dieser ganzen Statue hin und leuchtet diese Statue an. Ihr geht ganz nah zu dieser Statue. Ihr müsst wirklich ziemlich nah rangehen zu dieser Statue. Ihr leuchtet diese am besten an, dann klickt ihr einfach auf Enter bzw. auf Controller, könnt ihr einfach das Spiel schließen. Und so macht ihr so das Spiel einfach zu. Wir gehen dann neuen Fortnite und werden dann den Skin freischalten, Freunde. So, meine Freunde, ich habe jetzt mein Fortnite Battle Royale neu gestartet. Wir müssen jetzt nur noch in den Battle Royale Modus reingehen und wir werden sehen, was passiert. Come on, ich bin auf jeden Fall gespannt und... Oh mein Gott, Leute, ihr seht, dieser ganze Trick hat funktioniert. Wir haben den Shadow Midas freigeschaltet. Oh mein Gott, schreibt mir alle in die Kommentare, ob es bei euch auch funktioniert hat. Cap, 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 cap. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier auf jeden Fall am Ende von diesem Video angekommen. Hier am Ende von diesem Video wollte ich ganz kurz sagen, yo, Leute, dieses Video dient auf jeden Fall nur zur Unterhaltung. Das ist alles nur Spaß. Wir werden jetzt natürlich, wenn ihr Bock habt, den Schatten Midas Skin an die Community verschenken. Und wenn ihr Bock habt, den Skin von mir geschenkt zu bekommen, abonniert einfach nur diesen YouTube-Kanal. Das alles ist kostenlos. Schreibt Hashtag Midas plus euren Epic Games Namen und folgt mir jetzt alle unbedingt auf meinem Twitch-Account OfficialJune. Ich werde euch ganz kurz ein Bild einblenden. Folgt mir alle auf Twitch, kommt alle in den Discord. Ich werde dann nochmal einen Twitch-Stream starten, wo wir ein paar Halloween-Skins an die Community verschenken. Deswegen seid auf jeden Fall dabei. Und Freunde, es ist so krass, immer wenn irgendein neues Skin kommt oder was auch immer, dann gibt es so unfassbar viele Leute, die irgendwie einen Glitch oder so hochladen. Ich finde das so lustig, deswegen mache ich das auch öfters mal. Ja, ich finde das einfach lustig, was soll ich euch sagen, Freunde. Das Ding ist, ich habe jetzt diese Woche mal ein bisschen an XP-Glitches gearbeitet. Wir hatten auch, also ich und ein Kollege hatten auch einen coolen Glitch gefunden. Dieser wurde aber dann direkt nach irgendwie 30 Minuten oder 40 Minuten gepatcht, wo wir den gefunden haben. Der hat dann nicht mehr funktioniert. Ich habe da schon ein Video aufgenommen, konnte das Video dann auch wieder nicht hochladen. Deswegen gibt es heute wieder mal so ein Unterhaltungsvideo. Ich hoffe, bald bekommen wir neue Tricks, neue Glitches in Fortnite. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr welche kennt. Dann würde ich sagen, Dankeschön für deinen Support. Wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Livestream, was immer ich mache. Haut rein, meine lieben Freunde. Dankeschön und ciao.